Ja, schön, dass der Punkt jetzt hier oben ist. Da muss ich nicht immer von unten nach oben laufen. Okay, so, wir brauchen die Diamanten waren da oben, genau. Also eher, ich meine mit oben meine ich jetzt in den Ecken hier so. Da und da, Kolben da. So, was benötigen wir noch? Ah ja, die Scheiben, genau. Die Platte. Da muss ich nochmal schauen. Ach so, Moment, warte mal, das kann ich ja gleich hier machen. Da und da, wie machen wir die? Aha, aus Eisenstückchen. Haben wir Eisenstückchen? Da, ja, 6 Stück, ne? Das ist ein bisschen wenig. Dann brauchen wir gewiss den Eisendraht dafür. Ah, nee, brauchen wir gar nicht. Ah, okay. Ja gut, ich lasse ihn mal da im Inventar. So, Moment. So, dann mache ich mal, ja, wir brauchen da schon ein paar Platten mehr. Das reicht nicht. Wir brauchen 8 mal 3. Das ist 24. Und wir haben 12. Also gerade mal die Hälfte. So, da noch, da noch, da noch. Da noch einer hin. Haben wir 5 weitere. Dann brauchen wir noch 24. Also noch 7. Ja, dann hier weiter. Eisenstückchen. So, so, so und so. 6, 7. Okay. Das soll immer genügen. Ah, nee, die nehme ich wieder mit hier. So, dann haben wir hier unsere Platten. Und zum Schluss brauchen wir noch Mikrochip. Ah ja, Mikrochip, Stufe 3. Hatten wir schon hier. Ist das Stufe 3? Ja, genau. Aber wir brauchen noch mehr. Mikrochip Stufe 3. Warte mal, ich kann ja mal die Diamanten. 5. Und davon 4 wegtun. 4. So, dann geht das genau auf hier. Also, Mikrochip Stufe 3. Was brauchen wir dafür jetzt? Transistor. Haben wir das alles hier auf Lager? Ja, Hammer. Oh, sehr gut. Okay, wir kriegen immer 2. Das heißt noch 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal. So, geht genau auf. Haben wir 8 Festplatten. So, liebe Leute, und ich würde vorschlagen, diese Dinger, die bauen wir jetzt erstmal ein, dass wir so ein bisschen Abwechslung haben. Und wenn die Nacht aus ist, könnten wir auch nochmal ein bisschen aufs Feld gehen oder sowas. Ich habe jetzt Lust, was anderes zu machen. Also zum Beispiel diese Dinge einzubauen. Gehen wir erstmal zum Kreisdorf. In den Turm. Bauen da mal ein und dann ins Silo nach unten. So, das heißt, wir müssen da lang gehen. Oh ja, ich kann ja mal da hinten durch die Tür durchgehen. So. Ja doch. Da müsste man doch irgendwie unter dem ganzen Gerümpel, ich glaube, außenrum laufen. Wäre doch einfacher gewesen. Da lohnt es sich ja fast, einen Wegpunkt hinzumachen. So, wir haben da eine... ja, eine Festplatte hier, so, zack. Und den Kollegen hier. Wie wir die Dinge dann ans Laufen kriegen, das weiß ich noch nicht genau, aber das kriegen wir dann schon hin. Eine Festplatte, ja, die, das genügt. Eine Diskette. Weiß ich, brauchen wir die auch? Oh, ich weiß das gar nicht mehr. Naja, egal. Gehen wir mal ins Silo, beziehungsweise teleportieren wir uns mal ins Silo. So, da haben wir die ganzen anderen Rechner und große Bildschirme. Joa, achso, warte mal, die Festplatte ja auch. Zack, zack, geht genau jeweils eins rein hier. Ja, das ist da in... Ah ja, für den Stromanschluss könnten wir ja auch nochmal sorgen. So zwischendurch dann mal. So, zack, zack. Können wir dann mit niedriger Spannung arbeiten? Nicht, dass wir da was kaputt machen. So, die sind alle verbaut. Sehr gut. Dann würde ich vorschlagen, was machen wir denn dann? Oh, ich würde auch gerne da ein bisschen Kabel verlegen.
Wo machen wir denn hier die Stromversorgung hin? Da unten. Oder? Ja, hier passt die ja nirgendwo hin. Oder gleich hier neben die Tür. Das ging ja eigentlich auch. Allerdings könnten wir ja... Ach genau, das ist eigentlich die Idee schlechthin. Wir machen die Tür einfach... Wir versetzen die einfach ein bisschen nach hinten. Klar, dann haben wir ein bisschen mehr Platz. So, so. Tür selbst natürlich auch weg und den Kollegen hier. Und dann setzen wir die einfach mal dahin. So, Tür wieder rein. Den brauchen wir auch. Ja, machen wir den gleichen. So. So, genau. Ja, jetzt haben wir da ein bisschen mehr Platz und dann kann man da, hier, die oder auf der Seite da, wie auch immer. Aber da müssen wir, ja doch, das Kabel können wir oben drüber legen. Ja doch, genau. Oben drüber da, oder, ja, irgendwie, das kriegen wir schon hin. Ja, okay, wunderbar, so machen wir das. Allerdings könnten wir auch... Moment mal. So, mal eine neue Aufnahmedatei anfangen. Okay, wir könnten mal... Ach so, ja, das ganze Gerümpel erstmal weg. Nee, komm, wir machen jetzt erstmal die Arbeitsspeicher. Ich habe jetzt Lust auf Arbeitsspeicher. Gehen wir also wieder zurück zum Rechenzentrum. Und machen mal Arbeitsspeicher. Wo haben wir die denn? Hier, diese da. Die ganz große Mauer. Oder 2,5, warte mal, da gibt es ja noch andere. Hier, diese da. Gedruckte Leiterplatte, Mikrochip Stufe 3 und Stufe 2. Haben wir nichts davon da? Okay, gut. Gedruckte Leiterplatte. Ja, wir müssen erstmal ein paar grundlegende Sachen wieder machen. Aber guck mal hier, da haben wir was. Da haben wir was. Dann... ja, das geht jetzt wieder nicht. So, Stufe 2, Stufe 1, okay, wir brauchen aber Stufe 2. Und da eine gedruckte Leiterplatte. Wie macht man die nochmal? Da war doch hier was. So, ne, da muss ich nachschauen. Weiß ich jetzt so nicht mehr. Leiterplatten-Rolling. Okay. Aha, und den machen wir da aus Gold und aus Ton. Okay. So, Gold haben wir noch da. Okay, ja. Und Ton. Haben wir auch noch da. Sehr schön. Wir bauen uns diese Plattenrohlinge. Ich glaube, das war so. Gold war dann da oder umgekehrt. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall passt das so. Und wir kriegen da gleich 8 Stück davon raus. Das ist gut. Machen wir mal ein paar mehr. Gut, 64. Ja gut, soll mal genügen. 64 Stück. Dann ab damit in den Ofen. Warte mal, wir nehmen da die Hälfte. So, dann geht das schneller. Ja, Ton wieder weg. Dann das hier auch mal wieder weg. So, die Plattenrohlinge. Kommen die jetzt so schon aus dem Ofen? Ah ja, die kommen so fertig aus dem Ofen raus. Okay, sehr gut. So, noch den zweiten schnell mitnehmen. So, wie viel... Nee, doch nicht dahin, sondern dahin. Wie viele brauchen wir jetzt von diesen Dingern? Für jeden Rechner 2. Und wir haben 8 Rechner, also brauchen wir 16 von diesen Dingern. Nur, das kann ja heiter werden. Okay, diese gedruckten Leiterplatten, die kokeln vor sich hin. Und wir brauchen jetzt erstmal die Mikrochip Stufe 2 Dinger. Oh, guck mal an. Da kann man ja schon was machen. Gut. Wir machen welche. Nochmal was. 16 brauchen wir davon. Okay. Nee, warte mal. So. Nee, warte mal. Was ist denn das jetzt hier? Das ist ja Stufe 3. Warte mal. Das ist ja Stufe 3. Auch gut. Brauchen wir ja sowieso auch.
So, da brauchen wir noch ein paar mehr. Aber dafür brauchst du doch auch welche in Stufe 2 dann, oder? Ich muss mal nachschauen. Stufe 2. So, das hier. Goldstückchen. Habe ich das da? Guck mal, habe ich da. Ist zwar nicht viel, aber habe ich da. Da brauchen wir noch Goldstückchen. So, erneut Versuch. 52. Und wir brauchen auch für diese großen. Brauchen wir nicht. Ah, guck an. Brauchen wir nicht. Ja, gut. Macht nichts. So, Stufe 2. Wie viele brauchen wir nochmal? 16. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Dann hätten wir das da schon mal. Gut, dann brauchen wir jetzt noch. Da, ja, schauen wir mal, wie weit das da schon fertig ist hier. Da ist auf jeden Fall schon mal einiges da. Müsste genau aufgehen. Genau, 16. Jetzt brauchen wir noch diese da. Von diesen. Ich meine, diese bauen wir, indem wir sowas da platzieren. Wir brauchen noch Glühstein, Rotstein und Diamant. Dingsbums hier, Diamantstückchen. Oh, kein Rotstein mehr da. Und Diamanten haben wir noch. Oh ja, gut. Diamanten und die Säge haben wir auch noch. Also ein paar können wir davon noch machen. So, aber nicht viele. Ich leg die einfach mal dahin jetzt. Das war doch, glaube ich, so. Rotstein in die Mitte, oder? Nein, außen hin. Und in der Mitte Transistoren. Transistoren haben wir hier eine Menge. Wir brauchen aber für jeden 2. Ja, egal. Wir holen jetzt erstmal Diamanten und Rotstein. Und dazu... Ja Gott, wir schauen mal ins Lager, was wir da haben. Bevor wir zum Agrarplatz gehen. Ne, warte mal, Rotstein ist doch hier. Oh ja, guck mal hier. Rotstein ist noch jede Menge da. Ja, komm. Wir nehmen noch mehr mit. Dann haben wir auch Vorrat. Und hier haben wir keine Diamanten mehr. Das habe ich befürchtet. So, wir werden mal einen Abstecher machen zum Experimentierlager. Da könnten nämlich auch noch einige Diamanten sein. Oder auch nicht. Also doch, die könnten da sein, aber offensichtlich sind hier keine. Nee, beim Gerümpel nicht. Nee. Oder da hinten? Kupfererz, Kabel, Eisenerz, nö. Da fällt mir ein. Ja, das machen wir. Wir schauen mal zum Kastenkumpel. Das ist eine Idee. Das heißt, Minenscheune heißt das. Oh, richtig hell hier. Ja, macht aber nichts. Oh, warte mal. Haben wir hier... Ist das hier vollgeladen? Ja, nehmen wir doch gleich mal mit. Ist bestimmt leer da vorne. Ja, der dreht sich noch. Sehr gut. Wenn auch gerade nicht schnell, aber das macht ja nichts. So, zack, rein damit. Was haben wir jetzt hier an Diamanten? Oh, das war alles voll hier. Da noch nicht. Und da... Oh, keine Diamanten. So, nein, keine Diamanten. Ja gut, ne, haben wir mal nachgeschaut. Nö, ist nicht. So, der ist auch fast leer. Nehmen wir gleich wieder mit. Okay, jetzt ist er leer. Und stecken den da wieder rein, dann kann er wieder voll laufen. Oh, schade, keine Diamanten da, aber na gut. Das heißt, wir müssen zum Agrarplatz und uns Diamanten machen. So, machen wir zu, weil ich mich von hier aus gleich raus teleportiere. So, der läuft gleich wieder voll hier. Ja, machen wir aber nicht jetzt. So, Agrarplatz da unten. Na, da bin ich ja mal gespannt, was wir jetzt da alles so
an Rohstoff da haben. Diamant hier. Toll. 7 Stück. Kann man ja mal so gar nichts damit anfangen. Okay. Wo sind unsere Diamantfelder? Es müsste doch eigentlich gleich auch eins hier in der Nähe sein, oder? Wohl doch nicht. Aber wir müssten so ein Doppelfeld haben. Hier, das da. Genau, ja, hier, da ist das. Diamant, Doppelfeld. Und da müsste noch irgendwo eins sein. So, oh, guck mal hier, ja, genau. Die müssen wir dann auch bald neu machen. Wie, Moment mal, Doppelfeld. Das ist ja kein Doppelfeld. Ah, da hinten ist ein Doppelfeld. Ah, okay, gut. Also für Diamant war das doch keins. Na gut. Aber wir haben eins. Bin mir da sicher. Das müsste da vorne irgendwo sein. Heute mal den unkonventionellen Weg. Ja. Macht nichts. So, ah, warte mal. Da? Nee, das doch nicht. So, hier, da vorne, da ist doch was. Hier, das ist Eis. Nee, Stahl. Hier, genau, da ist das Doppelfeld. Ja, damit kann man jetzt wohl wieder einiges an Diamanten machen. So,